Okay, warte, der Lager ist gemäß ja gut. Mathieu Ricard ist promovierter Molekularbiologe, Übersetzer des Dalai Lama ins Französische und einer der einflussreichsten tibetischen Mönche im Westen. Er ist Bestsellerautor, unter anderem mit einem Buch über die Kunst der Meditation. Darüber und über andere Themen habe ich mit ihm gesprochen. Was bedeutet Meditation im Buddhismus? Ich finde das Wort ein wenig geheimnisvoll. Im Westen hat es wohl eine andere Bedeutung, aber im Sanskrit bedeutet das Wort Bhavana kultivieren. Das tibetische Wort Gom heißt vertraut werden mit, wirklich ein weites Spektrum. Denn man kann etwa Achtsamkeit kultivieren oder mit einer völlig neuen Art zu sein vertraut werden. Das würde auch eine Tradition einschließen, eine neue Weltsicht, die Beseitigung von Unwissen. Aber die Hauptsache ist der Prozess des Vertrautwerdens, dass man Eigenschaften oder Erkenntnisse kultiviert, die bereits angelegt, aber noch nicht voll entfaltet sind. Darum geht es bei der Meditation. Nicht körperliche Stärke, sondern geistige Qualitäten werden kultiviert. So it's not cultivating physical strength, it's cultivating qualities of the mind. Kultiviert man dabei vielleicht seine wahre Natur? Auf einer tieferen Ebene verwirklichen wir ein Potenzial. Wenn man noch weiter geht, realisieren wir die wahre Natur unseres Geistes. The true nature of your mind, from the Buddhist perspective, Buddhisten nennen das Buddha-Natur. Man kann sich das wie einen kleinen Goldklumpen vorstellen, der lange Zeit im Dreck gelegen hat und ganz schmutzig aussieht. Aber Gold bleibt am Ende immer Gold. Es ändert sich nicht. Ähnlich wie in der Philosophie des Sokrates geht es darum, das, was da ist, zu verwirklichen, indem man einen dunklen Schleier entfernt. Es geht nicht darum, Perfektion zu erlangen, das ist nicht möglich. Aber man entfernt alles, was die Weisheit verschleiert. Es ist wie mit dem Himmel. Der blaue Himmel ändert sich nicht. Wohl aber die Muster der Wolken. Also müssen die Wolken weggeweht werden, damit man die Sonne am Himmel leuchten sehen kann. Interessanterweise wird der Buddhismus manchmal als nihilistisch oder pessimistisch betrachtet. Doch was ist optimistischer als der Glaube an das Gute? Es gibt also dieses bleibende Element, das zu entdecken manchmal viel Zeit braucht. Aber es geht darum, unser wahres Wesen zu entdecken, anstatt etwas aufzusetzen. Wenn wir das kultivieren, also den Schleier lüften, was nehmen wir weg? Auch hier gibt es verschiedene Ebenen. Die oberste nennen wir geistige Gifte. Sie vergiften unser Glück und das der anderen durch die Art, wie wir handeln oder sprechen. Hass, Neid, Begehren, Eifersucht, Gier. Das sind die üblichen Verdächtigen. Sie zerstören unser Glück und lassen uns das Glück der anderen zerstören. Auf einer ganz subtilen Ebene hängt der erwähnte Schleier mit unserem Unwissen zusammen, weil wir als beständig wahrnehmen, was sich in Wirklichkeit stetig verändert. Wir stellen uns vor, es gäbe ein Ich, als autonomes, getrenntes Wesen, das ein Leben lang wie ein kleines Boot auf einem Fluss dahinschwimmt. In der buddhistischen Suche, da wo es um Weisheit und nicht mehr um jene negativen Emotionen geht, fragt man sich, ob es solch ein Wesen überhaupt gibt und wie es denn beschaffen sein mag. Es ist schwer auszumachen. Es gibt einen richtig gehenden Prozess, das zu ergründen, körperlich und geistig. Und am Ende stellt sich alles als Schwindel heraus.
Im Alltag scheint das Ich doch etwas sehr Konstantes zu sein, das Substanz hat. Man wacht morgens auf und denkt, das hier bin ich, das gleiche Ich, das gestern hier eingeschlafen ist. Auch hier bezieht der Dalai Lama eine klare Position. Wir bekamen mal einen ganzen Stapel Fragen zur Selbstlosigkeit und wie das überhaupt gehen soll. Da hat er gesagt, es ist deine Schuld, du hast nicht richtig übersetzt. Es geht nicht darum, dass man kein zentrales Ich haben soll. Ich wache auf, mir ist kalt, ich habe Hunger. Okay, das sind grundsätzliche Erfahrungen. Wir haben einen Geist. Wir haben eine Geschichte, die uns als Menschen definiert. Ihre Geschichte unterscheidet sich von meiner, wie ein Fluss. Der Ganges ist völlig anders als der Rhein. Das Problem entsteht, wenn man denkt, ich war der kleine Junge, bin jetzt ein alternder Mönch. Es muss doch ein gleichbleibendes Ich geben, das uns verbindet. Wenn man sich das so vorstellt, das Konzept des Ich konkret und festmachen will, beginnt man zugleich, es gegen alle anderen zu verteidigen. Das ist der Ursprung des Anziehenden und des Abstoßenden. Denn diese Sichtweise überträgt man dann auch auf die anderen. Man konkretisiert die eigene Vorstellung von ihnen, sieht sie als an sich begehrenswert oder nicht, schön oder hässlich, Freund oder Feind. In dem Moment, wo wir alles konkret und festmachen wollen, funktioniert es nicht mehr. Denn wenn man mal genau hinsieht, sind die Dinge gar nicht an sich schön. Das Ich ist ein dynamischer Fluss von Erfahrungen. Aber alles, was nicht mit der festgelegten Sicht auf die Realität übereinstimmt, passt dann nicht mehr. Und es entstehen Frust und Leid. Wäre das nicht so, könnte man durchaus mit dieser Illusion leben. Da sie aber eine große Rolle für unser Glück und unser Leid spielt, ist es angebracht, sich darüber Gedanken zu machen. To worry about it and investigate about it. Wie werden wir glücklich? Also, erstmal muss klar sein, was wir überhaupt unter Glück verstehen. Sonst stochern wir im Nebel. Für Aristoteles ist es das Ziel der Ziele, weil alles, was wir tun, letztlich auf irgendeine Art von Erfüllung ausgerichtet ist. Also ist das Glück selbst ein Ziel. Wir sollten es allerdings nicht mit dem Vergnügen verwechseln, was sehr häufig geschieht. Das Vergnügen hängt von so vielen Umständen ab. Etwas, das uns Vergnügen bereitet, kann sich schnell ins Gegenteil umkehren, wenn wir dessen überdrüssig werden. Wie eine Kerze, die herunterbrennt. Die schönste Musik erfreut uns, wenn wir sie zwei- oder dreimal hören. Über 24 Stunden am Stück ist es ein Albtraum. Der Gedanke, dass das Glück eine endlose Kette angenehmer Erfahrungen sein müsste, ist ein Rezept für Erschöpfung. Und das kann nicht gut gehen. Die Idee ist vielmehr, dass das wahre Glück, das Wohlbefinden, die Erfüllung eine Lebensart ist. Dass es nicht aus einer einzigen Sache besteht, sondern sich aus vielen Eigenschaften zusammensetzt. Kraft, innerer Frieden, Freiheit von negativen Gefühlen, Hass und so weiter. Durch Altruismus und Mitgefühl entsteht ein Zustand, der genau das Gegenteil von Vergnügen ist, denn er ist von Zeit, Ort und den äußeren Umständen unabhängig. Je mehr wir diesen Zustand erleben, desto mehr verinnerlichen wir ihn. Anstatt wie beim Vergnügen von den Hochs und Tiefs des Lebens abhängig zu sein, hilft er uns, mit den Hochs und Tiefs des Lebens zurechtzukommen. Also ist es fast das Gegenteil von Vergnügen. Das ist es, was wir unter wahrem Glück verstehen. Die ultimative Form wäre die Freiheit von den Ursachen des Leids. Vielleicht scheint es so, als würden die Lehren Buddhas das Leid betonen, die Ursachen des Leids, die Möglichkeit, dem Leid ein Ende zu setzen. Dabei bieten sie eigentlich Wege, mit Glück umzugehen. Denn die Abwesenheit von Leid ist das einzige wirkliche Glück. Und es gibt viele Stufen des Leids, nicht nur das Loswerden von Zahnschmerzen. Wir halten für ewig, was vergänglich und wechselhaft ist. Und wenn sich etwas ändert, sind wir schockiert.
Sehr viel Leid rührt aus der Unwissenheit. Solange es diese geistigen Gifte wie die Unwissenheit gibt, brechen wir nicht aus dem Teufelskreis aus. Das Leid bleibt unsichtbar, aber immer da. Mathieu Ricard hat an mehreren neurowissenschaftlichen Studien teilgenommen, unter anderem am Zürcher Universitätsspital. Unter der Leitung von Tanja Singer wurde dort auch untersucht, in welcher Weise sich Meditationstechniken auf Schmerzempfindungen und Mitleidsgefühle auswirken. Weitere wissenschaftliche Projekte, an denen Ricard beteiligt war, widmeten sich der Untersuchung verschiedener Effekte der Meditation auf das Gehirn. Wirkungen, die mit einer Veränderung des Verhaltens und der Lebensqualität verbunden sind. Warum ist es wichtig, den Umgang mit Leid neurowissenschaftlich zu untersuchen? Denn die Sprache der Wissenschaft ist schließlich eine ganz andere als die, in der wir gerade noch sprachen. Is completely different from the kind of language we were just talking in. Yes. Ich glaube, die ultimative Natur des Bewusstseins ist die menschliche Natur wie ein Goldklumpen oder doch etwas Fehlerhaftes. Das ist eine Frage, mit der man sich befassen kann. Wir besprechen so etwas auch mit Neurowissenschaftlern, aber das ist nicht der Gegenstand unserer Forschung. Man könnte es erforschen. Ich weiß aber nicht genau, wie man verfahren würde. Das Interesse dieses Projektes gilt der Frage, welche Folgen das Training des Geistes hat. Über 40 Jahre, wie über 8 Wochen. Ist Meditation nur eine Art Luxus, ein zusätzliches Vitamin für die Seele, damit man sich besser fühlt? Oder beeinflusst sie womöglich die Art, in der man jeden Moment des Lebens wahrnimmt? Wirkt sie sich also auf die Lebensqualität aus? Das ist eine ganz andere Dimension. Beschränken sich die Vorteile des Meditierens auf die Zeit, in der man meditiert, oder ändert sich etwas dauerhaft, zum Beispiel in der Art, wie wir uns verhalten, wie altruistisch, also selbstlos wir sind? Eine der revolutionärsten Feststellungen der letzten 20 Jahre innerhalb der Neurologie war meiner Meinung nach, dass man das Konzept der Neuroplastizität eingeführt hat. Das Gehirn verändert sich, nicht nur in der Jugend, sondern in jedem Lebensalter. Neuronale Verbindungen erneuern sich, bestehende werden ausgebaut. Der Verkehr auf den Nervenbahnen kann um ein Hundertfaches wachsen. All dies sind strukturelle Veränderungen, die Auswirkungen auf die Persönlichkeit haben. Und genau das geschieht, wenn man sich eine Fähigkeit aneignet. Ob man nun Sport treibt, jongliert oder in London Taxi fährt, hat man diese Fähigkeit erlernt, sieht das Gehirn anders aus. Bleiben wir mal bei dieser Veränderbarkeit des Gehirns. Wenden uns aber grundlegenderen Fähigkeiten zu, dem Altruismus oder dem Mitgefühl. Es ist toll, wenn wir Klavier spielen und sich unser Gehirn deshalb verändert. Wenn nicht, ist es aber auch kein Drama. Hätte man aber kein Mitgefühl, kein Altruismus, keine Aufmerksamkeit, wäre das, denke ich, sehr wohl ein Drama. Also ist es im Kern eine ethische Frage. Ja, buddhistische Ethik ist nicht dogmatisch nach dem Motto, dies ist gut und jenes ist schlecht. Sie hängt von dem Geisteszustand und der Motivation des Menschen ab. Was wird uns und anderen Leid bringen und was Glück? Im Grunde ist das das einzige Kriterium. Sagen wir, man opfert die Wahrheit und erzählt eine Lüge, die aber jemandem das Leben rettet, würde ich dies nicht als gelebte Ethik bezeichnen. Buddhistische Ethik ist also schon eine Art utilitaristische Ethik, allerdings in Verbindung mit Mitgefühl. Ohne das Mitgefühl kann Utilitarismus schnell abschweifen. 100 Sklaven zu halten, um 1000 Menschen glücklich zu machen, das wäre keine von Mitgefühl geprägte Ethik. Eben sprachen Sie von der Zeit, die wir damit verbringen, etwas zu tun.
Bei der Meditation ist es wohl so, dass man es wirklich lange tun muss, bevor man diese Art von Achtsamkeit erreicht. Ja, ich denke, das ist ein lebenslanges Unterfangen. Was wäre so schlimm daran? Nichts dagegen. Manche Leute sagen, oh, es dauert so lange. Wenn wir uns auf eine lange Reise begeben, ist es doch am allerwichtigsten, die richtige Richtung einzuschlagen. Schweift man ab oder geht zurück, bringt einen das nicht weiter. Das Meditieren ist keine Alles-oder-Nichts-Frage. Studien, auch klinische, haben belegt, dass bereits 30 Minuten tägliche Meditation über 8 Wochen hinweg sich auswirken. Und das ist nun wirklich nicht so viel verlangt. Die Wirkung betraf das Immunsystem, die Entwicklung von Wut und Aufregung und auch die Neigung zur Depression. Alles Sachen, die unser Leben in großem Maß beeinflussen. Oder Stress. Es gibt eine ganze Reihe von Studien zur Meditation im Zusammenhang mit Achtsamkeit und Stressreduktion. Weil es hilft. Vor 5 Jahren erschienen ungefähr 15 solcher Studien jährlich. Heute sind es mehr als 100, weil die Ergebnisse wirklich bedeutend waren. Meditation ist nach wie vor kein schneller Trick. Und wir wissen, dass es viel länger dauert, um stabilere und tiefergehende Fähigkeiten zu entwickeln. Aber man muss nicht 5 oder 10 Jahre warten, um überhaupt einen Nutzen davon zu haben. Schon von den ersten Tagen an kann man eine neue Qualität erleben. Ich glaube, um Interesse an einer Sache zu entwickeln, muss man sich ausmalen können, welchen Nutzen sie bringen könnte. Warum sonst würden wir uns jeden Morgen zu Hause auf ein Fahrrad setzen, das nirgendwo hinfährt, außer weil wir wissen, dass es besser ist, eine gute Gesundheit zu haben? And we did experience that having a better health is a good thing. Also würde es durchaus Sinn machen, Kindern das beizubringen, was der Dalai Lama säkulare Meditation nennt, das Sitzen und Kultivieren des eigenen Geistes. Ja, wir könnten sogar die etwas exotischen Begriffe des Meditierens und des Sitzens weglassen. Die Grundidee ist, dass man Aufmerksamkeit und emotionale Ausgeglichenheit durch diese bekannten Techniken kultivieren kann. Und sie haben nichts so wahnsinnig Geheimnisvolles an sich, dass man sie nicht auch bei Kindern einsetzen könnte. Man braucht nicht das Sinnbild des Buddha. Die Methoden funktionieren auch, wenn man sich auf einen Teddybär konzentriert oder auf eine Blume. Es wurde bereits erfolgreich mit Kindern gearbeitet und man hat festgestellt, dass Kindern so zu mehr Achtsamkeit und einer höheren emotionalen Intelligenz verholfen werden kann. Es hat dazu beigetragen, dass sie insgesamt und besonders emotional besser mit verschiedenen Situationen zurechtkamen. Sie konnten auch besser mit Konfrontation umgehen und ihre Aufmerksamkeit fokussieren. Hierzu gibt es einige vielversprechende Studien und es ist ein wachsendes Feld. Eine der Prioritäten des Dalai Lama ist, die Weisheit und diese Techniken auf säkulare Weise in die Bildung einzubringen. Sie sollen nicht den Stempel des Buddhismus tragen oder einen Weg darstellen, den Buddhismus durch die Hintertür zu propagieren. So etwas gibt es im Buddhismus nicht, schon gar nicht beim Dalai Lama. Er sagt immer, ich bin nicht hier, um 1 oder 2 mehr Buddhisten anzuwerben, sondern um menschliche Werte zu vermitteln. Wenn man vollständig in dem, was man tut und im Hier und Jetzt aufgeht, stellt sich Mitgefühl dann automatisch ein? Nein. Alles muss kultiviert werden, ganz besonders das Mitgefühl, weil es ein ganzer Prozess ist. Es beginnt damit, dass man sich voller Demut eingesteht, dass man tief im Inneren nicht leiden will und das anerkennt. Niemand wacht morgens auf und denkt, dürfte ich den ganzen Tag lang leiden und wenn möglich gleich ein ganzes Leben lang. Das gibt es nicht. Selbst wenn Menschen in einem komplizierten Kreislauf stecken und mit sich selbst unzufrieden sind oder sich hassen, würden sie eigentlich gerne glücklich sein und Selbstliebe empfinden. Wenn man das einmal erkannt hat, kann man diese Geisteshaltung auf andere übertragen. Selbst sehr ungeschickte oder unausstehliche Personen wollen tief in ihrem Inneren nicht leiden.
Ein unausstehlicher Mensch ist wie ein kranker Patient. Der Arzt wird ihn nicht schlagen, sondern versuchen, ihn zu heilen oder, wenn das nicht geht, zumindest vermeiden, dass er sich selbst und anderen Schaden zufügt. Wir sind also in verschiedenen Maßen von Krankheiten wie Wut, Besessenheit und so weiter geplagt. Ein Beispiel. Erkrankt man an einer Grippe, dann wird man nicht zur Grippe, sondern wird nur von ihr geplagt. Auch die Krankheiten des Geistes sind nicht in Stein gemeißelt. Veränderung ist möglich. So kann man anderen, egal wer sie sind, wünschen, dass sie sich vom Leid befreien und glücklich sein mögen, genauso wie ich mir das selbst wünsche. Oft wird gefragt, wie kann ich meinen Feind lieben? Keiner verlangt, dass man seinen Feind mögen, ihm alles Gute wünschen, einen Diktator auf einen netten Urlaub in die Bahamas schicken soll. Man kann aber wünschen, dass der Diktator frei von Hass, Härte, Gleichgültigkeit und so weiter sein möge. Was könnte man sich Besseres wünschen? Und das ist Mitgefühl. Es ist kein moralisches Urteilen. Mitgefühl und selbstlose Liebe sind nichts, was man einem guten Menschen als Bonus gibt oder einem schlechten zur Strafe vorenthält. Mitgefühl hat mit Leid zu tun. Und Menschen verursachen Leid, sich selbst und auch anderen. Für Tanja Singers Empathiestudie ist Mathieu Ricard durch seine tiefe Erfahrung mit Meditation eine sehr wichtige Testperson. Eine Frage ist, ob seine Fähigkeit mitzufühlen durch seine lange Meditationspraxis stärker ausgeprägt ist als bei Personen, die nicht meditieren. Für die Versuche werden Ricard und einer Probandin Schmerzelektroden angelegt. Beide bekommen elektrische Reize auf ihre jeweils verkabelte Hand und sollen spontan die Stärke des Schmerzes auf einer Skala von 0 bis 10 bewerten. Dann begibt sich Ricard in den Kernspintomographen. Dort kann er sehen, wenn die Testperson einen Stromstoß erhält und mit welcher Stärke. Mit dem bildgebenden Verfahren wird Mathieu Ricards Mitempfinden dokumentiert. Auf diese Weise gibt der Versuch nicht nur Auskunft darüber, welche Gehirnareale bei einer empathischen Reaktion beteiligt sind, sondern auch, wie stark Ricard diese Reaktion beeinflussen kann. Die Forschung von Tanja Singer und anderen scheint nahezulegen, dass Menschen, die in der Meditation sehr bewandert sind, auch mehr Einfühlungsvermögen besitzen. Entwickelt sich Mitgefühl automatisch als Folge langjährigen Meditierens? Jeder, der meditiert und gezielt Liebe und Mitgefühl kultiviert, weiß, dass eine größere Aufmerksamkeit und Offenheit für die Gefühle anderer sich ganz natürlich daraus ergeben. Mit Paul Eichmann haben wir etwas erforscht, was bislang nicht veröffentlicht ist. Es ging um flüchtige Gefühle. Eine 30stel Sekunde, ein kurzer Moment der Wut, der Verachtung oder des Ekels. Und darum, ob Menschen, die meditieren, solche Momente besser wahrnehmen können als andere. Ich sagte zu Paul, ich verstehe nicht, wieso das Meditieren dabei irgendeinen Ausschlag geben sollte. Als wir den Test machten, dachte ich, ich schneide ganz schrecklich ab. Aber das Gegenteil war der Fall. Er leitete daraus eine Offenheit ab, in der man nur für andere da ist, ohne die Einschränkung der Beschäftigung mit sich selbst. Vielleicht weniger Verletzbarkeit und daher mehr Bereitschaft, für andere offen zu sein. Das haben wir nicht absichtlich kultiviert, aber es ist auch nur ein Bestandteil des Mitgefühls. Wäre man nur einfühlsam, zum Beispiel in Bezug auf das Leid, wäre man schnell ausgebrannt. Ohne Liebe, Freundlichkeit und Mitgefühl wäre das einfach nicht ausreichend. Also muss es kultiviert werden. Man muss auch die eigenen negativen Gefühle umwandeln. Welche Art negativer Gefühle? Na, zum Beispiel Wut. Natürlich.
Das ist ja das Ziel der Meditation an sich. Ein Klischee, das ich gestern mal wieder gehört habe, dass das Leben ohne diese negativen Gefühle farblos und irgendwie dumpf wäre. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Der Dalai Lama wirkt nicht gerade abgestumpft, weil er keinen Hass verspürt. Paul Eichmann hat festgestellt, dass es angenehm ist, von Menschen umgeben zu sein, die wenig ich-orientiert sind. Sie wirken ganz und gar nicht farblos, eher befreit als stumpf oder gleichgültig. Dieser Punkt wird, glaube ich, häufig missverstanden. Das Klischee stimmt nicht mit der Erfahrung überein. Ich glaube, die Menschen, die sich zu einem bestimmten Grad von den negativen Gefühlen befreien, sind viel kreativer, denn sie haben Raum für anderes geschaffen. Ich denke, das ist für viele Menschen schwer zu verstehen, gerade mit Blick auf Tibet und China. Natürlich gibt es sehr starke negative Gefühle gegenüber den Chinesen. Es erscheint nahezu unmöglich, dass man sie unterdrücken könnte, ohne dabei völlig abzustumpfen. Hierzu hat der Dalai Lama in den letzten Tagen die Bedeutung der verschiedenen Abstufungen betont und genau dieses Beispiel der Wut genannt. Empörung angesichts eines Massakers, einer großen Ungerechtigkeit, ist etwas völlig anderes als bösartige Wut. Empörung heißt, man findet etwas nicht akzeptabel. Man entscheidet, sich mit allen Möglichkeiten aller Entschlossenheit und aller Kraft dagegen zu wehren. Ist man selbstlos genug, tut man das sogar, ohne sich um die eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Das ist also etwas ganz anderes als durch mangelnde Geduld verursachte Wut oder Hass. Beide sind Gift für den Geist. Empörung treibt einen an, etwas zu erreichen. Es hat keine zerstörerische Komponente. Wir müssen also viel subtiler sein, wenn wir die verschiedenen Bedeutungen hinter einem einzigen Wort analysieren. Das Begehren. Menschen sagen, im Buddhismus geht es darum, jegliches Begehren zu überwinden. Nur, wie soll man denn jemals die Erleuchtung erlangen, wenn man nicht einmal ein Bestreben, ein Begehren danach hat? Und was ist mit dem Bestreben, die Umwelt zu schützen? Es erwächst aus einem Begehren, das eine Stärke ist. Wenn Begehren zwanghaft wird, verliert es seine Qualität und wird zu einer Art Qual. Auch hier sind wir wieder bei der positiven und der negativen Emotion, nicht im Sinne eines moralischen Gut oder Böse, sondern im Sinne von weniger Leid oder mehr Glück. Das bedeuten positiv und negativ in diesem Fall. Es geht nicht um das Schlechte. Well, thank you very much.